Wir gehen heute im Waltz zum Mittagessen. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Restaurant-Review-Video. Denn wir stehen hier im Waltz Restaurant, das ist ja direkt auf der Main Street, hat gerade noch Soft Opening, offizielle Eröffnung ist eigentlich erst am 12. April. Und wir testen jetzt hier das neue Menü zum 30. Geburtstag. Ich bin sehr gespannt. Ich habe hier noch nie zu Mittag gegessen. Letztes Jahr waren wir ja hier, gab es Kaffee und Kuchen bei der Weihnachtsfeier von Inside Ears. Aber richtig gegessen habe ich hier noch nicht und deswegen nehme ich euch gerne mit in dem Video. Zeige euch, was es kostet, wie es schmeckt, wie es aussieht. Die Portionen sind nicht die größten, aber ich bin sehr gespannt. Wir stehen jetzt hier gerade in der Lobby. Wir hatten vorher reserviert, also wenn ihr hier hinkommen wollt, müsst ihr auf jeden Fall reservieren. Ganz klarer Tipp. Und wir warten jetzt, bis wir aufgerufen werden. Die Thematisierung ist hier schon sehr schön. Ihr findet überall alte Bilder von Waltz und auch seiner Frau und Familie. Und Essensbereiche sind nach den Themenländern thematisiert. Mal gucken, wo wir uns hinverfrachten. Ja, wir wurden jetzt hier im Fantasyland sozusagen platziert. Sieht man an den Stühlen. Nämlich kleine Hasen und Wald. Hier ist Schneewittchen mit den 7 Zwergen. Hier ist auch eine Figur mit, ich weiß gar nicht was. Ah, ist das auch die 7 Zwerge? Ja, sehr schön hier. Und da ist die Herzkönigin, steht auch noch. Ja, es gibt hier auch einen Pin, den ihr euch kaufen könnt, den zum 30. Geburtstag von Waltz Restaurant für 16 Euro, einer pro Person und den bekommt ihr wirklich nur, wenn ihr hier esst. Ja, ansonsten hat Brina noch die Karte zum 30. Geburtstag, die zeige ich euch gleich. Ja, sie ist gleich fertig, zeige ich euch erstmal die Karte. Ja, hier ist Waltz. Jetzt ist er fertig. Ja, also Nachtisch gibt es natürlich einen speziellen zum 30. Geburtstag hier in dieser Glocke. Den möchte ich auch bestellen. Dann gibt es, glaube ich, das Dessert von den Kindern. Und es gibt auch Cocktails. Ich denke, ich werde mir hier das Martini-Glas mal bestellen zum Testen. Und ja, also das sind die Specials zum 30. Geburtstag. Und jetzt schauen wir uns noch die Karte an. Zu den Preisen, also das Menü kostet 42 Euro ohne Rabatt, mit korrespondierenden Weinen 62 Euro und ja, Vorspeisen könnt ihr euch mal hier durchlesen. Es gibt eine Suppe, es gibt Chicken, Pot Pie, einen Salat und natürlich auch was Veganes, also für jeden was dabei. Dann die Hauptgänge auch, gibt es sehr viel Auswahl, ich glaube 1, 2, 3, 4, 5 Gerichte und auch eine vegane Option wieder.
Chili con Carne gibt es hier, Chicken Breast, ich glaube Fisch ist auch dabei, Mac and Cheese, ja. Und hier die Desserts, auch von 1, 2, 3, auch 5 Stück zur Auswahl. Und auch hier die vegane Option ist auch wieder dabei. Und dann habt ihr hinten weiter noch die normalen Getränke, es gibt noch Cocktails und alle möglichen Heiß-Kalt-Getränke, Weine. Ja, also ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, es ist mein erstes Mal hier im Waltz und ja, wir lassen uns gleich mal was schmecken. Ja, für uns gibt es jetzt erstmal ein Brötchen und schaut mal diesen süßen Teller an. Und den Jahreskartencocktail gibt es für uns hier auch. Ja, unsere Vorspeise ist jetzt da und ich habe Chicken Pot Pie. Ich weiß auch nicht, was da alles noch drin ist. Ich bin sehr gespannt. Mit Gemüsesalat. Und die beiden Mädels haben eigentlich dasselbe bestellt. Deswegen, ja, das ist eine, was für eine Suppe? Eine Maissuppe. Sieht auch gut aus, habe ich mir auch überlegt. Aber damit ihr ein bisschen was anderes seht, habe ich mich fürs Chicken Pot Pie entschieden. Und es ist auch schön mit der Mickey hier oben drauf. Ja, und mein Cocktail ist auch noch angekommen. Ich habe jetzt gerade schon mit Brina dran genippt, aber man sieht immer noch, was es darstellen soll. Da ist Wodka drin. Wir haben gleich 4 Uhr, das ist in Ordnung. Und wir haben noch nach Butter gefragt. Bekomme nicht direkt, muss mir nachfragen, aber ist gar kein Problem. Ja, gab es noch Butter. Der schmeckt, also mir schmeckt der. Brina findet ihn jetzt nicht so gut. Er ist ein bisschen süßer. Und ja, jetzt probiere ich auch mal meine Vorspeise. Brina? Ja? Wie fandst du denn die Suppe? Gut, aber ich hätte jetzt, das ist halt was, ja, Mais ist ja etwas süßer. Was etwas deftiger wird, hätte ich gern noch so ein bisschen Chili oder sowas dazu gehabt. Aber sonst war gut. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker, ja. Kann ich mich nur anschließen. Ja. Ich fand, es steht hier nicht mehr, mein Chicken Pie Pot, was auch immer, auch sehr lecker. Du hast auch probiert bei mir, war auch gut. Ja, war super. Aber auch da haben ein bisschen Gewürze gefehlt. So ein bisschen, ja, ich musste mein Gemüse musste ich auch nachpfeffern und salzen. Ja, jetzt warten wir auf die Vorspeise. Und auf die Hauptspeise. Mein Cocktail ist auch schon leer. Hat mir sehr gut geschmeckt. Hier, die Mädels haben schon bekommen. Bei mir, er hat Chili irgendwie mitgebracht, aber ich hatte das Chicken bestellt. Ja. Obwohl ich noch mal einen Witz gemacht habe, dass du dann jetzt nicht ein halbes Hähnchen... Also ja, er hat es irgendwie nicht... Ja, also ihr habt da auch Pilze drin, sehe ich. Ich weiß nicht, was dieser... Das ist Parmesan-Croutons, glaube ich, ne? Ja. Sieht auf jeden Fall gut aus, haben die beide. Und Pastrami. Ja, ich probiere mal gleich bei Brina. Und ja, jetzt warte ich auf meins. Ja, mein Hauptgang ist jetzt auch da. Und ja, ich habe die Hähnchenbrust mit, ich glaube, Süßkartoffelpüree, Salatherz angebraten und grünem Spargel. Ich finde, es sieht sehr lecker aus. Unser Dessert ist da und wird hier so schön serviert in einer schönen Glaskuppel. Der Kellner wartet, deswegen gebe ich mir jetzt die Glaskuppel mit. Thank you so much. Ja, so sieht der Kuchen aus und wir probieren jetzt mal. Wir haben noch nicht deine Meinung zum Hauptgang und zum Dessert gehört. Hauptgang, dafür, dass es nur ein Nudelgericht war, es war zwar Pastrami ja drin, aber die Größe war dafür ein bisschen... Klein, oder Nina? Sagst du auch? Also ihr seid nicht Fleisch noch draus. Ja. Satt geworden. Ja. Mit dem Dessert jetzt schon auf jeden Fall, aber... Und die Pilze, ne? Du warst jetzt nicht... Shiitake-Pilze sind da drin? Pilze, außer auf Pizza, verbacken. Aber das war jetzt nicht so schlimm, die habe ich dir gegeben. Ich bin es ja gewohnt zu... Ja, muss man schon wissen, wenn man keine Pilze mag, dann, dass da Pilze drin sind. Nee, das war ja kein Problem. Das war ja kein Problem, dass die da drin waren. Parmesan-Chip war richtig gut. Oh ja. Ja, sehr crunchy und ein bisschen spicy. Ja. Die Menge ein bisschen wenig und etwas verkocht. Alles wohl bei Mac and Cheese normal. Ja, oft sehr weich. Die anderen sind. Ich fand mein Dessert, ihr seht, es ist leer, lecker. Mein Kern war noch ein bisschen gefroren. Ich weiß nicht, ob es so sein soll. Und mein Chicken Breast war gut. Teilweise ein bisschen trocken, hätte gerne mehr Soße gehabt, aber dafür hatte ich ja Brinas Pilze und da war es nicht so trocken dann mit den Pilzen. Die waren sehr lecker.
So. Ja, viel in Käsesoße. Genau. Jetzt warten wir noch, bis er abräumt und dann bestellen wir noch unseren Pin. Ja, wir holen uns alle drei den Pin. Es ist hier schon leer geworden. Ja, wir haben uns jetzt doch für den Pin entschieden. Den wollten wir jetzt alle haben, denn er ist ja schon sehr besonders limitiert und zum 30. Geburtstag für Walls. Und ja, deswegen 16 Euro. Sehr schick. Ja, und das war unser Besuch hier bei Walls Restaurant. Es war wirklich sehr lecker. Und ich finde 42 Euro, da kann man nichts sagen. Und es gibt auch noch Jahreskartenrabatt für ein Dreigänge-Menü. Ich bin wirklich gut satt geworden. Für Alkohol gibt es übrigens keinen Jahreskartenrabatt. Das heißt, für meinen Cocktail gab es leider keinen Rabatt. Ja, den Pin, wie lange es den Pin noch geben wird, wissen wir leider nicht. Wir wissen auch nicht, wie viel er limitiert ist. Und wir sind jetzt gerade hier allein in der Lobby. Weil das Walls, es gibt gerade nur tatsächlich nur Mittagessen im Walls. Noch kein Frühstück und noch kein Abendessen. Vielleicht ändert sich das ja in den nächsten Monaten. Wir werden sehen. Aber ich werde auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat aus dem Walls, dann bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!